Hallo Leute, der Outlaw Pass 5 ist da und alle wollen natürlich so schnell wie möglich ableveln. Dafür gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Ich habe hier ein paar für euch zusammengesucht und einen kleinen Trick für euch parat, wie ihr den Outlaw Pass wesentlich schneller leveln könnt. Hier bin ich natürlich erstmal mit einer Auslieferung unterwegs und da das in der Solo-Lobby stattfindet, trifft man da natürlich öfters auf Schatzsucher. Das nur so nebenbei, hat jetzt nicht viel damit zu tun, dass wir jetzt den Outlaw Pass leveln, nein, aber die Auslieferung bringt jetzt hier in diesem Fall satte 2700 XP. Also Auslieferung für den Händler bitte jetzt mit in den Fokus nehmen. Das kann durchaus in Kombination natürlich mit den täglichen Herausforderungen kann das natürlich sehr schön etwas einbringen. Gut, tägliche Herausforderungen hatte ich schon erwähnt, die bringen natürlich auch jede Menge XP. Sollte man sich wieder dran setzen, jetzt nicht unbedingt wegen dem Gold, wer gerade auf 0,1 Gold ist, nein, braucht er nicht unbedingt wegen dem Gold zu machen, aber bitte bedenkt natürlich die XP, die bei den täglichen Herausforderungen auch natürlich mitkommen. So, er läuft hier ein bisschen ziellos durchs Lager. Natürlich wird gleich nach der Auslieferung beim Kripsilein wieder aufgefüllt und natürlich alles wieder in die Wege geleitet. Ihr solltet auch darauf achten, dass natürlich der Schwarzbrenner im Hintergrund auch läuft. Das sind wieder XP, die ihr mitnehmen könnt. Also alles aktivieren, was nur geht. Händler muss im Hintergrund laufen und produzieren. Und natürlich Schwarzbrenner muss produzieren und dann Auslieferung nach Auslieferung machen. Macht's im Trupp, dann können die anderen partizipieren. Ist klar. So, Kripsilein mache ich jetzt hier nicht voll. Ich wollte jetzt hier nicht fürs Video den Jagdwagen holen. Ich habe, glaube ich, zwei legendäre Tierkadaver drin. Die knallen natürlich den Händler voll nach oben. Madame Nazar dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Da lohnt sich das Sammeln jetzt besonders. Und es stand gestern schon in den Kommentaren, dass etliche Spieler sich viele, viele Sammlersets extra für den Outlaw Pass aufgehoben haben. Und die bringen die jetzt natürlich zu Madame Nazar und kassieren da gleich jede Menge XP ab. Ihr seht schon, ich reinige gerade meine Waffen. Das solltet ihr machen, wenn ihr das mit dem freien Zielen, was ich gleich einstellen werde, machen möchtet. So, mein Lager steht in der Nähe der Wolle Station. Ich bin natürlich in einer Solo-Lobby und hier ist eine Straßensperre. So, und jetzt gibt es noch einige Vorbereitungen zu tun und zwar unter Einstellungen, ich habe es schon erwähnt, stellen wir jetzt unter Zielerfassung und Waffen freies Zielen ein. Das hat den Effekt, dass ihr dann für jedes freie Zielen 20 XP extra bekommt. Und wenn ihr dann so eine Straßensperre wegräumt, macht das auch ganz schön etwas aus. Aber es zählt ja nicht nur bei der Straßensperre, auch wenn ein Bandenversteck auftaucht, dann dürft ihr auch natürlich davon profitieren. Ihr könnt euch noch mit Tonika vollpumpen und mit Fleisch, damit die Kerne schön voll sind, aber muss nicht unbedingt sein. Also da oben hier in dieser Entfernung ist man ziemlich sicher und das Ganze sieht dann so aus. Für die Spezialmunition, die hier benutzt wird, gibt es 5 XP, Entfernung gibt 5 XP, jeder Kill bringt 5 XP, ein Kopfschuss bringt 5 XP und das freie Zielen sage und schreibe 20 XP. So, und das ist wirklich eine kleine XP-Maschine, die ihr ohne irgendwelche Rollen zu besitzen machen könnt. Also alle, die jetzt neu sind, denen kann ich das ans Herz legen. Ihr braucht nicht unbedingt ein Scharfschützengewehr, ist aber von Vorteil. Es reicht auch ein, sagen wir mal, ein Bolt-Action-Gewehr oder natürlich auch ein Springfield-Gewehr. Das könnt ihr genauso benutzen, aber ich möchte euch empfehlen, unbedingt ein Zielfernrohr anzubringen. So, als kleiner Nebeneffekt war auch noch hier 1000 Gegner getötet bei mir voll und das bringt natürlich auch noch extra was.
auch natürlich Gold. 0,4 Gold kommen dabei rum, aber ich bin hier fleißig beim Ableveln. So, und es gibt da natürlich einen kleinen Trick. Ihr könnt, wenn eine Aktion in der Solo-Lobby beendet ist, könnt ihr euch sofort vom Internet trennen. Das hat den Effekt, dass ihr, wenn ihr die Lobby wieder betretet, also wenn ihr wieder zurückkommt, dass ihr dann eventuell nochmal sofort eine Straßensperre angeboten bekommt. Aber ich musste dies gar nicht tun, weil ich bekam gleich im Anschluss nach dieser Straßensperre hier in der Nähe auch noch ein Bandenversteck angeboten. Und natürlich gleich im Anschluss an diese Straßensperre tat sich hier bei Cumberland Forts das Bandenversteck auf. Und dann ging es dann auch noch weiter. Und wie wir ja alle wissen, es gibt ja diese Woche für Bandenverstecke dreifaches XP. Also nicht nur 150 XP wie sonst immer, sondern 450 XP. Ich hatte es heute früh im Frühvideo schon drin zu den täglichen Herausforderungen. Möchte ich auch nochmal unterstreichen, dass das natürlich jetzt auch gut ist zum XP machen. Aber ich habe hier eine kleine XP-Maschine in Gang geschmissen und das läuft sehr gut. Ich habe hier innerhalb von 20 Minuten zweimal Straßensperre gehabt und einmal Bandenversteck, und das ist wirklich eine feine Sache. Und wir müssen bedenken, das kann jeder Spieler machen. Ihr braucht keine Rolle dazu. Ihr braucht eigentlich nur ein gutes Gewehr und ein Zielfernrohr. Und ihr stellt auf freies Zielen ein und dann könnt ihr die XP-Maschine sozusagen in Gang werfen. Und ein bisschen Fun-Faktor ist natürlich auch noch dabei, weil, also mir persönlich macht es wirklich Spaß, hier aus der Entfernung den Leuten Kopfschüsse zu verpassen, aber auch mit dem Revolver natürlich dem Typen da oben, der am Maschinengewehr steht, noch eins drüber zu brezeln, und dann war das Bandenversteck auch gleich erledigt. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, natürlich immer das Looten nicht vergessen, und ihr seht es jetzt, jetzt kommt es natürlich, die 450 XP, die es da noch extra gibt. Nachdem ich die Gegner geplündert hatte, habe ich mich dann auch wirklich vom Internet getrennt, um gleich wieder ins Spiel zurückzukehren. Aber ihr müsst das nicht unbedingt in der Solo-Lobby machen. Ihr könnt das auch ganz normal im Freeroom machen, weil das freie Zielen funktioniert natürlich überall. Aber wenn ihr ein Bandenversteck oder diese Straßensperren gehäuft haben wollt, oder natürlich auch diese Schatzkarten, kann ich auch nur empfehlen, dann macht das mit der Solo-Lobby und nehmt, wenn ihr es bekommt, die Schatzkarten mit. Und es kommt wirklich sehr häufig vor, dass da Schatzkarten sind, die natürlich bei den Schatzsuchern abgeholt werden können. Aber diese Straßensperren hier bei der Wallace Station zum Beispiel sind fast immer, wenn man ins Spiel reinkommt. Und dann kann man natürlich wieder mit den XP-Farmen beginnen. So, das ist hier ein Vorschlag, den ich euch unterbreiten möchte. Ihr könnt das so machen. Aber wer noch andere Vorschläge hat, wie man jetzt schnell XP machen kann, der kann das bitte in die Kommentare reinschreiben. Ich hatte es schon erwähnt, Madame Nazar ist auch eine gute Möglichkeit. Aber es gibt auch noch Harriet und die ganzen Habitate, die man natürlich auch voll machen kann. Und ihr seht es hier, beim Plündern eine Schatzkarte erwischt. Das tröstet gleich über den Verlust der goldenen Uhr hinweg. Weil ich war lange nicht beim Hehler gewesen und ich hatte natürlich eine Straßensperre nach der anderen gemacht und alle 5 goldenen Uhren schon voll. Deswegen egal, es gab eine Schatzkarte. So, Leute, ihr habt es gesehen. Freies Zielen einstellen und ihr könnt XP leveln. Und das war's auch schon wieder für heute. Ich sage ciao.